So, hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Landstalker. Wir haben den Venussteinring bekommen. Was auch immer der macht, ich weiß es nicht. Ich hoffe stark, dass er uns irgendwie hilft, diesen komischen Feuerdämon da unten zu besiegen. Ich könnte mir vorstellen, dass er vielleicht wirklich so eine Art Feuerschutzring ist. Aber ob wir jetzt wirklich so über Feuer laufen können und so Geschichten, glaub's ja nicht. Aber wartet mal, ich bin gerade hier. Moment mal, wir kommen hier gar nicht mehr hoch. Solange uns der Venusstein keinen Doppelsprung gewährt. Nee. Haben wir ein Problem. Aha. Oh, okay. Hier kann man aber Ecke farmen, wenn man will. Ist zwar ein bisschen umständlich, aber theoretisch geht's. So, Venusstein, mach uns unverwundbar gegenüber Feuer. Mist, Venusstein, du bist ein Arschloch. Na gut, der Venusstein ist leider kein Unverwundbarkeitsmittel gegen Feuer, habe ich gerade gelernt. Also spule ich mal so weit, geht zurück. Vielleicht können wir uns sparen, dass wir nochmal hochlaufen müssen. Aber die Frage ist, was dann? Gehe ich jetzt echt wieder zurück hier? Das sah so richtig aus, dass wir in ein ganz neues Gebiet gehen. Nein, das ist so vielversprechend. Wir können nicht wieder gehen. Das gibt's nicht. Das gibt es nicht. Das gibt's nicht. Das Spiel kann uns nicht wieder ernsthaft zurückschicken. Okay, ich schau mal, was der Venusstein macht. Warte mal, ich hol mein Handy raus. Hey Siri, was macht der Venusstein? Ich rufe die Börsenstände auf. Die Börsen entwickeln sich folgendermaßen. Die Börsenstände. Gibt gar keinen. Der zeigt mir nicht mal was an, was Venusstein heißt. Okay, ich schau im Browser. Venus, dein Ring, Landstalker. Warte mal, wie wahnsinnig. Das gibt's nicht, dass wir jetzt wieder hoch und zurück müssen. Irgendwas ist mit diesem blöden Dämon da unten. Ein Walkthrough von... Credits kriegt, wem Credit gebührt. Von Michael 86. Vom 4.10.2003. The Treasures of King Knowles. Bla 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 bla. Bla 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 bla. Equipment Guide. Ich gehe mal kurz ganz nach unten in diesem Guide hier. Cool, wenn ich euch das jetzt zeigen könnte. Ring. So, Venusring. Triple the rate of which Nigel's sword recharges. Ja, weil Nils heißt im Englischen Nigel, im Original auch, im Japanischen. Nigel. Okay, das heißt, das Schwert lädt sich schneller auf und man kann schneller Dinger machen. Das ist okay. Aber jetzt schaue ich vielleicht doch mal kurz, wenn ich schon in so einem Guide bin, was der über diesen Feuerdämon schreibt. King Knowles Palace. Bla 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 bla. Dass ich das jetzt finde, wo wir sind. Through the door. Go and jump on the crate. Go back. Avoid the blue square. Avoid the blue square. Ja. Das ist nicht schlecht. Da sind wir nicht weit davon entfernt. You can find a priest. Now put the crate on the right switch. Go down the stairs. When there's a turn off, go into it and climb up. Until you find the Venus ring. Go down and continue along the path. You fight a lava god. Defeat him. Aha. Wir müssen den einfach besiegen. Da steht auch gar kein Tipp oder irgendwas in dem Walkthrough.
Wir müssen ihn einfach nur besiegen. Und ich dachte gerade so, nee, der ist bestimmt... Das ist ein zu harter Bosskampf plötzlich hier. Das glaube ich nicht, dass wir gegen den kämpfen müssen. Der ist bestimmt irgendein Trick dabei. Aber nö, wir müssen einfach nur gegen den super unsterblichen Überdämonen hier kämpfen. Das ist alles. Wie auch immer das gehen soll. Das wird einem nicht so genau erläutert, wie das funktionieren soll. What the fuck? Wirklich jetzt? What? What? Wie zur Hölle soll das funktionieren? Das gibt's echt nicht. Wie kann man den denn bitte besiegen? Das ist ja unmöglich. Okay, die einzige Idee, die mir einfällt, ist hier stehen bleiben. Und hauen. Und hoffen, dass er uns mit seinem Feuerbällen nicht trifft, wenn er woanders ist. Bis jetzt funktioniert es ganz gut. Haha. Okay, ich glaube, ich habe eine Taktik gefunden, wie wir den besiegen können. Was für ein Kampf! Was für ein Held! Das glaube ich aus irgendeinem Disney-Film, oder? Was für ein Held! Das sagt der Böse so zynisch über den Helden. Aber ich weiß nicht mehr genau wann und wo. Und warum. Und in welchem Film. Newton, er ist der Größte. Resident Evil 4, Endboss. Ist er, der Newton. Riesenmolch. Meine Güte. Na, wenigstens ist es ein actionreicher und abwechslungsreicher und toller Kampf, den wir hier zu sehen kriegen. Das ist echte Action. Also wie das inszeniert ist, Wahnsinn. Das kriegen heute Spiele manchmal nicht hin, so gut Kämpfe zu inszenieren. Das kriegen heute Spiele manchmal wirklich nicht so gut hin, so Kämpfe zu inszenieren, aber trotzdem. Ja, er ist tot! Und wir kriegen Gollas Nagel. Okay. Gollas Nagel, nichts passiert. Und ein Teleportationspad. Das uns irgendwo ganz woanders hin teleportiert. Ach, Moment mal. Sind wir in Mercator? Bleibt das jetzt hier? Wenn das jetzt hier bleibt, dann können wir jetzt in Mercator shoppen gehen. Ich habe echt viel Geld. Aber andererseits haben wir 9 Ecke und ich wüsste gar nicht, was wir jetzt eigentlich kaufen sollen. Aber das ist gut, wir sind hier echt, wir haben hier ein Portal nach Mercator und hier ist auch gleich der Hafen, wo wir billig Ecke kaufen können. Aber zumindest können wir gleich auf dem Marktplatz, wo wir Sachen kaufen können. Was sagen denn die Leute? Sagen die was anderes? Gehen die drauf ein? Wir waren alle so erleichtert, als wieder Licht am Leuchtturm war. Oh, du bist den Sonnenschein gefunden haben. Hallo? Na dann. Ich glaube, ich heile uns schnell ein bisschen. Der Soundtrack hört sich in super schnell gar nicht schlecht an. Er ist ein bisschen sehr leise, aber... Okay, gehen wir zurück. Zurück in den Dungeon. Das ist der rote Teppich, der für uns ausgerollt wird. Wow! Ja, zeig's ihm! Auf geht's! Mach ihn fertig, Hans! Ich zähl auf dich!
Hans! Jo. Das ist so verwirrt. Ich auch. Ich bin auch verwirrt. Denk dir nichts, Minotaurus. Ihr seid wenigstens leichte, nette, straightforward Gegner. Ohne irgendwie fancy bla bla. Geht ihr denn hin? What? Nein! Oh Gott, Hilfe! So viele von euch! Oh Gott. Mir wäre es lieber, das wäre echt cool, wenn die Schuhe vor allem nicht Items wären, die man hin und her schalten muss, sondern wenn die upgraden würden. Wenn ich gleichzeitig auf Stacheln laufen und mich heilen könnte, das wäre schon echt gut. Ich frage mich, welche Schuhe ich da übersehen habe und was die gemacht hätten. Ich finde es toll, dass die sind so ehrenhafte Kämpfer, die Golems. Da kämpft immer nur einer und der andere feuert an währenddessen. Das ist echt nicht schlecht. Nette Gegner. Ehrenhafte Gegner. Wir haben noch einen ehrlichen Ehrenkodex. Au! Oh Gott, wie ich das hasse immer. Ich gehe einfach ganz schnell hier rein. So, und jetzt ist hier grüne Kleisterpanade. Gehen wir einfach. Hier fallen mir zu viel Echsen von der Decke. Das brauche ich gerade nicht. Das muss nicht sein. Oh Gott, wie ich diese Pilzgegner hasse. Und diese Golems hier. Wie ich alles hasse. Wo bin ich denn hier? Das kommt mir irgendwie bekannt vor. Aber wir sind nicht irgendwo im Kreis gelaufen, oder? Ich steige jetzt einfach mal nach oben. In dem Guide vorher stand, nach dem Lava-Dämon, dass man das Spiel jetzt ungefähr zu 90% durchgespielt hat. Ich hoffe, dass der Autor von dem Walkthrough das ein bisschen leichtfertig benutzt hat und das nicht wirklich stimmt. Weil wenn jetzt noch 10% des Spiels auf uns zukommen würden, wäre ich ein bisschen schockiert, ehrlich gesagt. Also wenn wir erst 90% des Spiels hätten. Warte mal, das kommt mir sehr bekannt vor, wir waren hier schon mal. Ich spule mal ganz viel zurück. Hier ist auch die Kiste schon offen und mir kommt das alles so super bekannt vor. Wir waren hier wirklich schon mal. War das der Anfang vom Dungeon vielleicht oder so? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall haben wir hier irgendwo, glaube ich, einen Durchgang geöffnet. Aber ich will nicht nochmal alles von vorn anfangen. Ah, Mist, weiter als so können wir nicht zurückgehen. Das hier kommt mir nicht bekannt vor mit dem Loch mit den Echsen, aber mein Gott, ich kann mich natürlich auch nicht an... Hat mich der gerade von da unten gepiekst? Der hat mich gerade von da unten attackiert. Warum sind die so unfair, die Gegner? Guckt euch das an. Der hat mich da getroffen gerade. Aber von der Perspektive her müsste der sonst wo am anderen... Ach Gott. Diese Eidechsen. Warum haben denn die so eine unfaire Reichweite? Ich könnte mich schon wieder aufregen über das Spiel. Das heißt, ich könnte... Ich reg mich schon wieder furchtbar auf über das Spiel. Aber jetzt hier zurückgehen macht irgendwie auch keinen Sinn, oder? Ich muss schon da weiter. Auch wenn es komisch ist. Komisch, aber wahr. Aber vielleicht gehe ich hier mal nach unten. Aber warum sollte ich denn hier nochmal lang gehen? Hier waren wir doch schon. Ich weiß nicht, was das Spiel schon wieder will auf einmal. Das ist schon wieder, es verwirrt mich, Spiel. Du verwirrst mich schon wieder. Warum soll ich denn schon wieder die Wege, die wir eh schon mal gegangen sind, nochmal gehen? Und noch dazu sind sie nervig. Wo soll denn das hinführen? Ich glaube es nicht, dass wir hier richtig sind. Ich glaube es nicht. Ich glaube es einfach nicht. Ich glaube nicht, dass wir hier richtig sind. Irgendwas stimmt hier nicht. Ich hätte irgendwo eine Abzweigung nehmen sollen. Ich weiß nicht, warum mich das Spiel wieder hierher führt. Aber das ist doch nie im Leben richtig. Ich fresse einen Besen, wenn das richtig ist. Was hätten wir denn jetzt, was wir vorher nicht hatten? Den Nagel. Den haben wir jetzt. Den hatten wir vorher nicht. Müssen wir den Nagel irgendwo benutzen oder so?
Aber woher soll man denn wissen, wann man wo diesen Nagel benutzen soll? Da wäre dann wahrscheinlich, wenn dann eine Cutscene gekommen von wegen, hey, kannst du dich noch an das und das erinnern? Da sollten wir hingehen. Und dann hätte ich gesagt, na super, natürlich kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Was für Ideen die immer kommen. Ich hab mich geärgert. Aber so ärgere ich mich jetzt auch. Nur anders. Ja, nein, das ist der Anfang vom Dungeon. Das stimmt doch nicht. Das stimmt doch nicht. So, Leute, wir machen jetzt hier Schluss, weil ich laufe bestimmt in die falsche Richtung und werde mich furchtbar ärgern. Beim nächsten Mal schauen wir mal. Ich spiele jetzt nach Guide. Naja, ich suche mir jetzt zumindest mal irgendwo. Ich schaue mir vielleicht ein Walkthrough an oder ein Speedrun oder irgendwas, was mir einen Hinweis geben könnte. Das wenigstens so in die Richtung deuten, wo wir hin müssen. Weil sonst drehe ich durch. Danke, bis zum nächsten Mal. Ciao.